Von der Maus zum Elefanten, was kommt nach der MS-Teams-Einführung? Ja, bei so Konferenzen geht es ja ganz häufig darum, was gibt es alles Schönes Neues, welche neuen Techniken, Methoden, Systeme und so weiter. Ich dachte, ich bringe mal die andere Seite mit, nämlich wie gehen Unternehmen damit um, welche Erfahrungswerte haben wir auch gemacht. Bevor ich jetzt darauf eingehe, was jetzt in dem Vortrag passiert, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna van der Seide. Ich bin Projektmanagerin für Digitalisierungs- und IT-Projekte bei der Felix-Schöller-Gruppe in Osnabrück. Ich war zuvor bei dem Aschendorf Verlag in Münster, habe dort im Bereich Ad- und Content-Management gearbeitet, in der Webanalyse, digitales Produktmanagement geleitet. Genau, und jetzt seit knapp über 3 Jahren bei der Felix-Schöller-Gruppe in Osnabrück. Unter anderem Projekte, die ich geleitet habe und betreut habe, war die Einführung eines internen Kommunikationssystems. Wir haben die Reiseprozesse, Buchungs- und Abrechnungsprozesse digitalisiert. Und im Bereich eher schwerpunktmäßig IT war es bei uns die MS-Teams-Einführung, aber auch Themenbereiche im Bereich Security, Workplace und Collaboration. Genau, das vielleicht so mal in aller Kürze und Schnelle. Wenn ich nicht arbeite, mache ich ganz gerne Sport eigentlich, spiele Handball, gehe laufen, versuche mich gerade dem neuen Hobby, dem Rudern, und restauriere zwischendurch mit meinem Mann ein älteres Haus. Genau, das vielleicht noch mal kurz zu mir. Die Felix-Schöller-Gruppe ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen. Wir haben knapp 12 Produktionsstandorte weltweit. Unser Hauptstandort ist in Osnabrück und haben knapp über 3.500 Mitarbeiter. Wir sind ein Spezialpapierhersteller, kommen ganz ursprünglich vom Fotopapier, von der Fotopapierherstellung, und haben aber, wie sich vielleicht jeder denken kann, doch ein bisschen einen Wandel erlebt in den letzten Jahrzehnten hin zum Bereich Dekorpapier, Sublimationspapier, Fließpapiere, Tapeten. Also nicht das klassische Kopierpapier ist unser Geschäftsmodell, sondern eher die Spezialpapiere. Genau, und dann klingt es vielleicht immer etwas paradox, wenn ein Papierhersteller sich auch mit der Digitalisierung beschäftigt, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Themenbereich, den auch wir haben. Genau, wie kam es jetzt zum Vortragstitel, beziehungsweise was versteckt sich hinter dem Vortragstitel? Wie kommt es also von der Maus zum Elefanten? Wie sich jeder denken kann, handelt es sich dabei um eine Metapher. Ich habe so gedacht, ja, wie hat sich das Thema MS-Teams-Einführung bei uns gestaltet? Wie hat sich das gezeigt? Und zwar von der Maus, dem kleinen, schnellen, agilen, mal doch auf die Schnelle eingeführten Projekt MS-Teams bis hin zu, ja, sehr viel Themenabhängigkeiten, vielleicht etwas schwerfälliger geworden, aber auch, was zeichnet einen Elefanten aus? Es ist ausdauernd, doch auch ziemlich intelligent, glaube ich. Also wie war da so die Entwicklung? Und genau das möchte ich auch heute in dem Vortrag mitbringen. Welche Erfahrungswerte haben wir gemacht? Welche Beispiele aus der Praxis? Welche Themen haben sich auch nach der MS-Teams-Einführung gegeben? Und möchte auf jeden Fall auch ein paar Tipps für die Praxis mitbringen, die uns geholfen haben, die wir für uns nutzen und von denen ich hoffe, dass der ein oder andere sie auch für sich in der Praxis mit umsetzen kann und mitnehmen kann. Genau, vielleicht ganz kurz, wie wir gestartet sind. Ein kleiner Test, als kleiner Test gestartet und der Rest ist Geschichte. Vielleicht war es bei vielen anderen auch so. Ja, wir haben sehr klassisch Anfang oder Ende 2018 schon, also weit vor Corona, uns damit beschäftigt, dass wir festgestellt haben, dass eine standort- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit sich teilweise doch sehr schwierig gestaltet. Das gleichzeitige Arbeiten an Dokumenten war in unserer bis dato bestehenden Infrastruktur gar nicht möglich. Und wir brauchten auch irgendwie ein System, was zu unserer bisherigen Infrastruktur vielleicht auch passt, im Optimalfall. All das waren so Punkte, wo wir gesagt haben, okay, was gibt es da? Und dann sind wir auf MS Teams gekommen. Das heißt, eigentlich haben wir relativ vorbildlich die Anforderungen für uns erhoben, haben in einer kleinen Testrunde diese Anforderungen dann geprüft und dann MS Teams getestet und haben es dann ausgerollt, beziehungsweise das war der Plan. Was dann kam, war eher ganz viele Rollouts, nämlich die Kolleginnen und Kollegen haben sehr schnell für sich erkannt, welche Mehrwerte MS Teams liefert. Und so kam, weil ja der Rollout, der geplant war, eher eine kleine Welle, die auf uns zukam, weil das System sich dann doch sehr schnell vermehrt hat im Unternehmen. Was waren da die Erfahrungswerte, die wir für uns mitgenommen haben, war ganz, ganz unterschiedliche Punkte. Ein paar habe ich hier mal mitgebracht. Es sind bestimmt noch viele, viele mehr, und vielleicht findet sich
die ein oder der andere auch hier wieder in den Rückmeldungen, in den Herausforderungen, die wir hatten und auch den Learnings, die wir hatten. Wir sind ein produzierendes Unternehmen, das heißt 60-70% unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten im Produktionsbereich. Die waren jetzt sicherlich nicht die, ich sag mal, Prio 1-Gruppe, die mit MS Teams gearbeitet haben. Trotzdem haben wir in unserem Unternehmen eine sehr heterogene Kollegenschaft. Also wir sind sehr unterschiedliche Anwendergruppen. Selbst im Verwaltungsbereich haben wir sehr viele unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Art von Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, das war etwas, wo wir festgestellt haben, da müssen wir irgendwie drauf reagieren und wie können wir das auch umsetzen. So schnell, wie wir MS Teams eingeführt haben oder beziehungsweise die Welle uns so ein bisschen überrollt hat, hatte der Betriebsrat sich dann auch irgendwann zu Wort gemeldet und gesagt, eigentlich müssten wir das doch mal ein bisschen in einen Rahmen gießen. Das heißt, eine Betriebsvereinbarung haben wir zum Beispiel erst nachgezogen. Wir sind da Gott sei Dank mit unserem Betriebsrat wir arbeiten da sehr gemeinschaftlich zusammen und haben auch diese Betriebsvereinbarung zusammen erarbeitet, einfach um den Ganzen da auch einen guten Rahmen zu geben. Das Thema Infrastruktur ist ein Thema, das begleitet uns bis heute tatsächlich. Also wenn wir überlegen, wir haben MS Teams dann Anfang 2019 in einem sehr kleinen Kreis eingeführt und dann im Laufe des Jahres 2019 hatten es schon mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen bei uns im Einsatz. Die Infrastruktur bei uns war oder ist teilweise immer noch so, dass wir nicht eine rein cloudbasierte Infrastruktur haben und zum Beispiel unsere Mail-Postfächer und unsere Exchange-Server immer noch on-premise ist. Das heißt, wir haben einige Punkte oder einige Themenbereiche, die wir aktuell noch gar nicht vollständig nutzen können, weil einfach die ganze Prozesskette dahingehend noch nicht vollständig funktioniert. Einfach etwas, was wir immer im Hinterkopf behalten müssen und wo wir an der einen oder anderen Stelle auch noch mit zu tun haben. Das Thema Nutzerüberforderung, ich hatte es in der Beschreibung für diesen Vortrag auch geschrieben. Wie gesagt, auf der einen Seite hatten wir Kolleginnen und Kollegen, die uns das System quasi aus den Händen gerissen haben. Mit Laufe der Zeit hat sich aber gezeigt, dass es und das haben diese Erfahrungswerte vielleicht auch viele von Ihnen gemacht, dass man schauen muss, dass man die Nutzer nicht überfordert mit ständig neuen Systemen, neuen Prozessen. Wie stellt man jetzt Dateien ein? Wie kommuniziert man miteinander? Sondern wie kriegt man da ein gutes Gleichgewicht hin? Ein wichtiger Punkt, der sich dabei bei uns bestätigt hat, war das Thema Ansprechpartner und Support. Also wichtig für die Kolleginnen und Kollegen bei uns war einfach, dass es feste Ansprechpartner für den Bereich gibt, einen Support-Bereich, wo man sich auch bei kleineren Fragen vielleicht einfach mal melden kann, ohne sich jetzt groß dafür zu schämen, dass man es jetzt vielleicht noch nicht verstanden hat, sondern einfach da von der Basis her gut anfangen konnte. Und dann hier das letzte Bild. Ich habe es liebevoll die Kollegen auf der Überholspur genannt. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen, die sehr schnell dieses System für sich genutzt haben und für ganz viele Prozesse am liebsten alles geändert hätten. Auch das mussten wir so ein bisschen handeln, um zu schauen, wie können wir denn da ein richtiges Gleichgewicht finden, dass wir jetzt nicht mit dieser Einführung eines solchen großen Systems, Kollaborationssystems, plötzlich alles ändern, sondern auch da passend zu uns als Organisation und zu uns passend zur Kollegenschaft das auch einführen. Wir haben da auf verschiedene Lösungsansätze gesetzt. Unter anderem haben wir eine breite Basis geschaffen. Das heißt, bei Einführung des Systems, auch wenn sich das so ein bisschen verselbstständigt hat, haben wir versucht, durch breite Schulungsangebote die Kollegen abzuholen zu dem System. Jetzt sagen sich vielleicht viele das System ist doch wirklich ziemlich selbsterklärend und es hat eine einfache Benutzeroberfläche und so weiter und so weiter. Das stimmt. Ich würde das auch sofort unterschreiben. Ich sage immer, bei der Einführung eines Systems gibt es eigentlich immer vier Nutzergruppen. Die einen, die können ganz alleine laufen, die brauchen keine Schulung, die werden sich auch nie für eine Schulung anmelden. Aber die zweite Gruppe sind die sagen, ich gucke mir doch noch mal lieber an, was ist das System? Ich finde es super, ich nutze es. Und dann gibt es noch die zwei anderen Gruppen, die vielleicht eher auf der anderen Seite sind. Die einen, die man eher so ein bisschen überzeugen muss mit der Schulung und die anderen, die man so ein bisschen hinter sich herziehen muss und vielleicht auch ein bisschen schubsen muss in die richtige Richtung, um das System zu nutzen. Mit dieser breiten Basis haben wir versucht, allen Nutzergruppen gerecht zu werden, um dann zu gucken, dass einfach ein breites Wissen auch in der Organisation vorhanden ist. Was wir darüber hinaus gemacht haben, wir haben verschiedene Schwerpunkte gesetzt auf einzelne Themenbereiche. Also wir haben diese Anfangsschulungen sehr allgemein aufgesetzt.
in unterschiedlichen Stufen, sagen wir mal so für Anfänger und Fortgeschrittene, haben aber dann thematische Schwerpunkte gesetzt und haben gesagt, okay, wir machen hier nochmal einen Schwerpunkt, wie arbeite ich mit Dateien? Welche Einstellungen oder worauf muss ich achten, wenn ich ein Teambesitzer bin? Gibt es vielleicht Dinge, ja, die ich einfach nutzen kann, damit mein Team besser miteinander arbeiten kann? Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, um das auch ein bisschen besser zu steuern? Gibt es Wege, wie ich die Kommunikation vielleicht ein bisschen besser steuern kann und so weiter und so weiter? Also es waren wirklich sehr, sehr unterschiedliche Themenbereiche, die wir da angesteuert haben. Wir haben teilweise zielgruppenspezifische Schulungen gemacht. Auch da spielt wieder unsere sehr heterogene Kollegenschaft eine Rolle. Das heißt, wir haben geschaut, gibt es vielleicht Abteilungen, naja, die nochmal andere Anforderungen haben. Oder auch das Management war eine Zielgruppe, wo wir gesagt haben, wie können wir sehr kurz auf den Punkt rüberbringen, was die Kolleginnen und Kollegen dort brauchen. Wir haben dann auch unter anderem das Thema Updates und Neuerungen in MS Teams dort eine besondere Kommunikationsform gewählt. Unter anderem haben wir ein organisationsweites Team erstellt, wo wir darüber informiert haben. Wir haben aber auch angefangen, sogenannte 15-Minuten-Runden quasi einzustellen, wo wir über die Neuerungen von MS Teams berichten. Man kriegt es ja vielleicht dann auch selber mit, wenn man tiefer in den Themen dann drin ist. Es kommen immer wieder Neuigkeiten dazu. Meine Kolleginnen und Kollegen sind aber ja gar nicht so nah an diesen Themen dran. Das heißt, wie kriege ich das hin, denen ja möglichst in einem schonenden Umgang zu vermitteln, dass es schon wieder etwas Neues gibt? Diese Entwicklungsgeschwindigkeit, die dieses Programm oder diese ganze Systempalette ja auch in den letzten Monaten und Jahr durchlaufen hat, ist ja unfassbar. Und für viele auch war das komplett neu, dass sich in so einer Geschwindigkeit so vieles ändert. Das heißt, da haben wir geschaut, wie können wir das wirklich in einer guten Portionsgröße vermitteln. Und da hat sich bei uns einfach gezeigt, so die frühen Morgenstunden und auch nach Feierabend sind viele Kollegen bereit, in so 15 Minuten Breakouts quasi sich nochmal darüber zu informieren. Ein wichtiger Punkt, das Thema Testen und Ausprobieren. Diese Formate, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, waren natürlich nicht von Anfang an alle da, sondern wir haben einfach verschiedene Themen ausprobiert, um dann auch zu gucken, was kommt gut an, was brauchen die Kollegen, aber auch, wo gibt es vielleicht noch Handlungsbedarf. Ja, und dann heißt es testen, ausprobieren, Feedback sammeln und das hat sich dann eigentlich ganz gut bestätigt. Das Thema Kommunikation, ja, all das, was ich gerade erzählt habe, musste natürlich auch irgendwie kommuniziert und begleitet werden, war dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und zum Schluss das Ergebnis, die Ergebnisse und Feedback messen. Also wie klar haben sich vielleicht einige Kolleginnen und Kollegen mal gemeldet und gesagt, hey, das fand ich super, die Schulung. Wie das aber meistens so ist, meldet sich keiner. Oder halt mal vielleicht so auf dem Flur, was digital dann fast noch weniger stattgefunden hat. Und da haben wir dann überlegt, wie können wir denn auch dieses Thema einfach messen? Wie ist gerade der aktuelle Stand bei unseren Kolleginnen und Kollegen? Und gibt es vielleicht Themen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Und wir haben da auf die sogenannte NPS, den Net Promoter Score, gesetzt. Den ist vielleicht oder wahrscheinlich schon jedem mal über den Weg gelaufen, weil der im Bereich ja von Webseiten und zur Vermittlung von Feedback oder zur Aufnahme von Feedback doch sehr häufig im Einsatz kommt. Das heißt, mit einer sehr einfachen Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie MS Teams einen Freund oder Kollegen empfehlen oder weiterempfehlen, wird hier abgefragt, wie da so die Stimmung ist. Wir haben diese kleine Umfrage dann erweitert, um den Punkt, wie lange ist MS Teams schon im Einsatz, um die Antworten so ein bisschen besser einzuordnen und darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, nochmal detaillierteres Feedback zu geben und auch Kontaktdaten zu hinterlegen. Also man konnte komplett anonym teilnehmen, aber wir haben halt auch die Möglichkeit gegeben, hey, vielleicht möchte uns ja jemand wirklich mit uns Kontakt aufnehmen oder wir mit ihm, dass wir einfach dort die Möglichkeit haben, ja, das auch abzufragen. Das haben wir gemacht und was dabei rausgekommen ist, zum einen, dass es schon sehr positiv bewertet worden ist, was ja schon mal ganz schön war und uns in den Bestrebungen bestätigt hat, was wir einfach alles bisher so gemacht haben. Aber es gab dabei zwei Themen, die herausgekommen sind und das eine war das Thema Aufgabenmanagement, also wie organisiere ich mich selber, welche Systeme kann ich dann nutzen, wie arbeiten auch die verschiedenen Systeme zusammen und das andere große Thema, was wirklich noch größer war das Thema Dokumentenmanagement. Wie arbeite ich mit Dateien? Was kommt da jetzt auf uns zu? Und ja, wie gibt es da Best-Practice-Ansätze und so weiter? Zum Thema Dokumentenmanagement möchte ich jetzt nochmal
etwas ja, ausholen, und zwar passend zur Fußball-EM ein kleines Fußballbild. Was wir nämlich festgestellt haben in unserer, ja, in dieser, ich nenne es mal Projektbetrachtung beim Thema Dokumentenmanagement, war, was haben Fußball und das Dokumentenmanagement gemeinsam? Das kann vielleicht jeder für sich schon mal überlegen. Vielleicht passt auch eher die Frage, was haben die Suche nach einem neuen Bundestrainer und das Dokumentenmanagement gemeinsam? Jetzt wird es vielleicht schon deutlicher. Die Antwort darauf ist nämlich relativ einfach. Es hat fast jeder dazu eine Meinung. Also ich sage fast, weil wahrscheinlich auch das Fußballthema es nicht ganz zutrifft. Aber ich nehme mal alle mit rein. Das heißt, da hat jeder eine Meinung zu. Und zwar warum? Es betrifft jeden. Das ist jetzt vielleicht beim Fußball nicht mehr der Fall, aber beim Arbeiten mit Dokumenten betrifft es jeden. Und das führt dazu, dass das ja ein sehr, wir haben festgestellt, teilweise ein hochemotional besetztes Thema ist. Wir sind ein Unternehmen, das ja knapp auf über 120 Jahre Geschichte zurückblicken kann. Wir haben viele Kollegen, die viele Jahrzehnte bei uns arbeiten, feste Strukturen haben, auch vielleicht auf ja, jahrzehntelange Dokumentenablage zurückblicken. Da hat natürlich jeder und jede ihr und sein eigenes System. Und da muss man natürlich schauen, wie gehen wir damit um. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben zum einen geschaut, wo stehen wir denn dort aktuell? Wie ist denn unser aktueller Stand im Bereich des Dokumentenmanagements? Und ich habe es hier oben so ein bisschen zusammengefasst. So vielfältig wie unsere Organisation, so vielfältig auch die Dokumentenablage und unsere Speicherorte. Das heißt, wir haben eine unzählige Anzahl von Dokumentenablagen. Das liegt daran, dass wir ganz unterschiedliche Standorte haben, die alle noch ihre eigenen File-Server-Strukturen haben. Wir haben teilweise schon SharePoint im Einsatz. Wir haben teilweise SharePoint On-Premise im Einsatz. Wir haben hier und da im Laufe der Zeit kam schon mal das ein oder andere Dokumentenmanagementsystem dazu, was aber nicht ausgerollt wurde. Das heißt, wenn ich hier abfragen würde, welche Speichersysteme bei Ihnen im Einsatz sind, kommen wahrscheinlich, könnte ich wahrscheinlich auch an vielen Stellen sagen, das kennen wir auch. Also das, so findet sich hier vielleicht auch jeder wieder. Was haben wir dann gemacht? Wir haben genau geschaut, was wollen wir denn in diesem Rahmen auch umsetzen? Was bringt das Thema Dokumentenmanagement denn mit sich? Und zwar habe ich dann hier in der Mitte mal aufgeführt, was sahen so Themenbereiche, die wir uns dann angeschaut haben. Unter anderem geschaut, gut, welche Ziele wollen wir denn umsetzen? Und was wollen wir auch nicht umsetzen? Das heißt, wir haben geschaut, welche Anforderungen haben unsere einzelnen Abteilungen und Kolleginnen und Kollegen? Gibt es vielleicht ja, Bedarfe, die sehr abteilungsspezifisch sind? Gibt es Bedarfe, die wir auf alle übernehmen können und so weiter? Das heißt, auch hier haben wir versucht, die verschiedenen Anwendergruppen ja, mit denen zu sprechen, dort zu schauen, welche Anforderungen kommen da zusammen. Das Gleiche gilt für unsere IT. Auch hier haben wir geschaut, welche Bedarfe sind da? Haben wir schon die passende Infrastruktur? Gibt es vielleicht Basisthemen, die ja, noch geklärt werden müssen, weil die vielleicht noch gar nicht umgesetzt sind? Auch hier haben wir festgestellt, gibt es Themen wie zum Beispiel das Thema digitale Identität. Wir haben, Sie haben es auf der Anfangsfolie gesehen, knapp über 3.500 Mitarbeiter. Wir haben aber nicht über 3.500 digitale Identitäten. Das heißt, vor allen Dingen im produzierenden Bereich teilen sich viele Kolleginnen und Kollegen einen Rechner, der dann eine digitale Identität ist. Das sind so Punkte, die wir angegangen sind und auch immer noch angehen. Wir stecken da gerade noch mittendrin in dieser Umstellung. Dann ist ein ganz wichtiges Thema, wie begleiten wir dieses Thema auch kommunikativ und auch in der Transformation. Das heißt, wie schaffen wir es, aufzuzeigen, dass ein cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem auch Anforderungen löst und Mehrwerte schafft. Wie gesagt, wir haben die Anforderungen aufgenommen und dann auch festgestellt, ja, da gibt es ganz viele, die wir haben. Aber naja, ich sag mal so, die ein oder andere war da auch noch nicht so ganz überzeugt, weil man hat ja sein perfektes System die Jahre über aufgebaut. Aber es hat sich schon gezeigt, dass wir viele Bereiche haben, wo sich das einfach sehr lohnen würde, diese Probleme zu lösen. Unter anderem die sehr vielen unterschiedlichen Speicherorte, die wir haben und viele andere Bereiche. Was sich nämlich gezeigt hat, war, dass trotz dieser sehr heterogenen Kollegenschaft, die wir haben und der sehr unterschiedlichen Abteilungsanforderungen, wir festgestellt haben, dass es Bereiche gibt, die wir zusammenfassen können. Und das haben wir in diesen übergeordneten Paradigmen zusammengefasst. Das klingt jetzt sehr ja, hochtrabend und theoretisch, aber es bringt wirklich auf den Punkt,
was wir umsetzen wollen und was das Ziel ist mit diesem, mit unserem Dokumentenmanagementsystem, was wir dort einführen werden. Weil, wenn wir nochmal eine Folie zurückspringen, was ich hier vergessen hatte zu sagen, zu diesen Speicherorten ist natürlich MS Teams dazugekommen. Als wir MS Teams eingeführt haben, war das, wie gesagt, viele haben sofort den Mehrwert erkannt. Super, gleichzeitiges Arbeiten an Dokumenten, das, was ich schon immer gebraucht habe. Ich schicke keine Kopien mehr mit Unterstrich final Version 3, 27.11 an meinen Kollegen, sondern wir arbeiten alle in derselben Version. Aber wie gesagt, kriegen wir das als zusätzlichen Speicherort, war das jetzt erstmal der erste Schritt und wie kriegen wir das jetzt vereinheitlicht? Und da haben wir dann festgestellt, dass wir einige Anforderungen haben, die wir zusammenfassen können und das haben wir an dieser Stelle gemacht. Nämlich die Aussage, ein Dokument gibt es nur einmal im Unternehmen. Es ist unabhängig von Ort, Zeit und Gerät zugänglich. Der Zugang ist für die Benutzer einfach zu handhaben. Auch dieser Punkt ist vielleicht für viele, ja, vielleicht auch verwunderlich, dass man sagt so, ja, warum? Aber das ist doch wirklich einfach in MS Teams. Ich klicke da drauf, ich kann es direkt bearbeiten. In einem Vortrag heute Morgen hatte jemand gesagt, ich kenne niemanden mehr, der die Word-Desktop-App nutzt, also wirklich den Client noch aufruft. Ich kenne bei uns ganz viele. Also das ist, ja, vielleicht ist es, hängt es davon ab, wie man dann natürlich damit auch arbeitet. Aber für die Benutzer ist es wichtig, dass man Dokumente dann auch wiederfindet. Und auch dieser Prozess ist ein langer Prozess. Wie kriegt man es hin, dass man vermittelt, welche Vorteile ich dann auch habe in diesem neuen System? Aber diese einfache Handhabung ist ein ganz, ganz entscheidender. Der Zugang ist durch moderne Authentifizierung geschützt, ist jetzt sicherlich eher ein Argument und ein Bereich, der eher aus der IT-Seite kam. Das Dokument ist verschlüsselt abgelegt, es kann offline genutzt werden und die Aufbewahrung erfolgt gesetzeskonform. Also hier gehen wir auch in den Bereich der revisionssicheren Archivierung. Das sind sicherlich nicht alle Dokumente, die wir haben, aber doch einige. Und das heißt, auch hier haben wir festgestellt, dass wir Bereiche haben, wo das sehr entscheidend sein kann. Genau, und diese Paradigmen haben sich gezeigt, sind abteilungsübergreifend eigentlich einheitlich. Es gibt Schwerpunkte, die wir in unseren, ich nenne es mal, projektlastigen Abteilungen haben, wie zum Beispiel in der Forschung- und Entwicklungsabteilung oder auch in unserem Engineering, die dann nochmal sehr spezielle Anforderungen haben. Aber nach der schönen 80-20-Regel erschlagen wir, glaube ich, mit diesen Punkten hier, wenn wir das gut und kontinuierlich umsetzen, die 80%. Genau. Ich hatte es angedeutet, ich möchte auch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was sich bei uns bestätigt hat bei der Einführung von Teams. Ich würde aber mal tippen, dass viele von diesen Punkten, ja, komplett teamsunabhängig sind. Also das heißt, ich kann diese Punkte auch für andere Projekte verwenden, kann sie aber auch anwenden, ja, für andere Office 365-Anwendungen. Da würde ich mal behaupten, dass die relativ übergreifend nutzbar sind. Was ich bei uns gezeigt habe, ist, dass Best-Practice-Ansätze super hilfreich sind. Also je mehr ich den Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben kann, mit Best-Practice-Beispielen, mit Standards, mit Leitlinien, ist es umso hilfreicher, umso verständlicher für die Nutzer, dass, was ich mit dem System machen kann. Und warum sollten meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht die gleiche Zeit in Anspruch nehmen, um sich ein System, einen neuen Prozess zu erarbeiten, wenn ich denen dann schon Beispiele mitgeben kann, wo man sagen kann, das ist wirklich ein guter Weg, macht es einfach so. Das Gleichgewicht schaffen zwischen Vorantreiben und Bremsen spielt da eigentlich wieder ein auf diesen Punkt mit den Kollegen auf der Überholspur. Das heißt, was kann es besser geben oder was kann einem Unternehmen besser passieren, als dass es Nutzer gibt, die richtig Bock haben, so ein neues System voranzutreiben und zu sagen, hey, ich habe hier Anwendungsfälle, ich habe hier Prozesse, da könnte ich jetzt mal ja ein Power-App ausprobieren, ich kann Power Automate nutzen, ich kann hier die SharePoint-Liste verknüpfen und so weiter und so weiter. Trotzdem muss man schauen, wie kriegt man das Gleichgewicht hin und muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle immer mal ein bisschen den Bremser spielen und sagen, ja, sorry, wir können das leider jetzt nicht auf die Schnelle organisationsweit einführen, aber vielleicht gibt es Prozesse, wo das wirklich schon mal als Test genutzt werden kann. Und da zu gucken, wie kriegt man da das Gleichgewicht hin, haben wir festgestellt, ist einfach ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Der Punkt, kenne deine Anwendergruppen, ist, glaube ich, jetzt schon auch häufig, ja, was ich erzählt habe, zur Sprache gekommen. Das heißt,
zu verstehen, mit wem arbeite ich denn zusammen, klingt vielleicht etwas profan, aber so ist es halt manchmal, dass man sich fragt, ja, was braucht denn meine Zielgruppe auch? Also muss jetzt jeder MS Teams-Experte und SharePoint-Experte werden oder muss jetzt jemand einen Power Automate-Flow programmieren und einbauen können und so weiter, wird man feststellen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist ganz wichtig, weil man dann den Kolleginnen und Kollegen auch das Gefühl geben kann, das ist das, was ihr braucht. Und wenn ihr folgende Anforderungen habt, dann können wir da darauf eingehen. Aber es ist auch okay, wenn es Bereiche gibt, die ihr nicht könnt, also die ihr auch nicht nutzen müsst, hat auch dann was wieder damit zu tun, dass man die Nutzer nicht überfordert. Weil, was ganz wichtig ist, die haben eigentlich auch alle einen anderen Job. Also die sollen nicht MS Teams Experte werden, sondern die sollen ihren Job und den Bereich machen, den sie brauchen. Und da soll das System MS Teams oder auch andere Software unterstützend tätig sein in ihrem und Alltag. Das Management mit einbeziehen ist sicherlich ein Punkt, der sehr allgemeingültig ist. Wie das halt immer so ist, wenn das Management es nicht vorlebt, wird es immer schwierig, da neue Prozesse auch zu ändern oder neue Produkte auch einzuführen. Da kann ich sagen, dass bei uns das fast das Gegenteil ist, weil so intensiv, wie die das nutzen, da muss man fast auch da den Bremser spielen. Also einfach ein wichtiger Punkt, das nicht zu vergessen. Der Punkt, kein Big Bang, ist ja immer eher so ein Klassiker, dass man sagt, okay, bevor wir alles auf einmal ändern, machen wir es vielleicht in kleinen Schritten, hat sich hier halt auch gezeigt. Wie gesagt, es hat am Anfang uns etwas überschwemmt, wie schnell es sich dann ausgerollt hat. Trotzdem haben wir es noch einigermaßen hinbekommen, eine schrittweise Einführung da auch zu begleiten. Und das ist, glaube ich, generell ein wichtiger Punkt, auch da das gut zu handeln, Erfahrungswerte zu sammeln und dann das schrittweise einzuführen. Das Thema Geduld. Ich glaube, wenn meine Eltern das sehen würden, würden die ziemlich lachen, weil ich, glaube ich, eher ein ungeduldiger Mensch bin. Aber es spielt eine ganz wichtige Rolle. Und zwar habe ich das festgestellt und kennt vielleicht auch der ein oder andere hier in der Runde. Ja, man macht Schulungen, man hat ausgefeilte Kommunikationskonzepte, überlegt sich was Cooles und dann ruft jemand ein und man denkt sich, wow, waren wir nicht schon viel weiter? Manchmal ist das so, man braucht dann einen langen Atem und vor allen Dingen, wenn man dann doch solche Systeme einführt oder auch Änderungen vorantreibt, ist dann doch immer ein bisschen Geduld gefragt und meistens zahlt es sich doch dann aus, weil man doch an vielen Stellen feststellt, ja, yeah, wir laufen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Kleine Testgruppen bei Weiterentwicklung spielt eigentlich ganz gut an auf das Thema zu dem Big Bang. Auch wenn man ja Systeme schon eingeführt hat, lohnt es sich, kleine Testgruppen zu machen, um diese Weiterentwicklung ja zu testen, Feedback einzusammeln. Im Optimalfall kann ich das vielleicht auch messen, kann mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, die mir dann Feedback geben, kann dann das vielleicht auch anpassen und dann das umsetzen. Jetzt sind wir da. Ja, sehr gut. Man hat es vielleicht auch gerade schon gesehen, es ist auch schon die letzte Folie, also wir sind schon im Endspurt. Dann hoffen wir, dass wir das jetzt noch erfolgreich zu Ende bringen können. Genau, die kleinen Testgruppen, ich hoffe, man hat es jetzt alles noch gehört, hatte ich jetzt aber gerade das Gefühl. Also wie gesagt, auch bei Weiterentwicklung, da wirklich nicht zu ungeduldig sein, alles schon auszurollen und dann festzustellen, so huch, hätten wir es vielleicht doch mal in einer kleinen Testgruppe ausprobiert und Feedback gesammelt. Auch da, wenn man die Möglichkeit hat, das auch zu testen, mit Nutzern zu sprechen, umso besser, dann kann man das Feedback direkt verarbeiten. Die richtige Basis schaffen ist ein Punkt, auch da stecken wir an manchen Stellen immer noch wirklich mit, also selber auch noch drin. Es ist einfach so, dass man manchmal, ja, manchmal geht man leider immer den dritten Schritt vor dem ersten und stellt dann fest, wir müssen das ein oder andere Thema noch nachziehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht die Einzigen sind, denen es so geht, aber manchmal ist für mich einfach ein Tipp, den ich gerne weitergeben kann, da zu schauen und sich auch die Zeit zu nehmen für die Basisthemen. Das heißt, sind wir security-mäßig richtig aufgestellt? Gibt es die richtigen, hat jeder die richtige Lizenz? Das klingt nach einem sehr einfachen Thema, zeigt sich aber, dass das auch teilweise sehr aufwendig sein kann. Man kann sich das vorstellen, wenn im IT-Support quasi nur noch Lizenzen abgezogen werden müssen oder vielleicht nochmal verteilt werden müssen, ist das ein Thema, was man sich auch gut und gerne sparen kann, wenn man das von der Basis her aufgestellt hat. Um hier vielleicht auch bei diesem Bildchen zu bleiben, man würde ja auch nie auf die Idee kommen, schon als drittes Stockwerk auf einem Haus zu setzen, wenn die Basis und das Fundament nicht richtig steht. Leider ist es ja häufig im Tagesgeschäft so, dass es dann doch irgendwie immer hinten rüberfällt und man nicht die Zeit hat, sich dafür die Zeit zu nehmen. Wir können aber da wirklich nur nochmal den Hinweis geben, dass
lohnt sich hier die richtige Basis zu schaffen, um dann darauf aufzubauen. Die letzten zwei Punkte fasse ich gerne zusammen. Nutzerakzeptanz aufbauen und Kommunikation. Auch der Punkt Kommunikation fiel jetzt an der einen oder anderen Stelle schon mal. Und ich glaube, all diese Punkte, die ich jetzt schon aufgezählt habe, führen auch dazu, dass man Nutzerakzeptanz aufbaut. Das heißt, auch hier hilft es, wir haben es gesehen ganz am Anfang, wir haben geschaut, welche Anforderungen haben wir denn überhaupt, was ist so die Rückmeldung aus der Organisation und haben dann festgestellt, hey, dafür könnte MS Teams eine Lösung sein. Andersrum passiert es ja leider viel zu häufig, dass Entscheidungen getroffen werden über Systeme und man sich dann wundert, warum es keiner nutzt, beziehungsweise es voll an der Nutzeranforderung vorbeigeht. Das heißt, auch hier ist der Austausch sehr wichtig, die Anforderungen, die Probleme zu verstehen, die Bedürfnisse, die Bereiche in einigen Prozessen und in einen einzelnen Abteilungen oder in der Organisation vorhanden sind, aufzunehmen, in die Kommunikation zu treten und dann zu schauen, was passt denn dazu. Das gilt sowohl für kleine Weiterentwicklungen als auch für größere Projekte. Genau, und ich glaube, wenn man das berücksichtigt, dann kann man da ganz erfolgreich auch Projekte und auch neue Systeme einführen. Und das kann ich zumindest bestätigen. Also wir sind im Schnitt, haben wir eine eher ältere Kollegenschaft und haben da doch viel positives Feedback auch bekommen und kann auch sagen, dass das Alter an vielen Stellen da gar nichts mit zu tun hat, sondern dass wir viele bereitwillige Kolleginnen und Kollegen haben, die Lust haben, neue Systeme da auch auszuprobieren, wenn sie halt denn auch den notwendigen Mehrwert liefern und da ihren Alltag dann auch unterstützen. Genau, und dann wäre ich jetzt schon am Ende meines Vortrags. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei war, wo man sagt, so, ja, das ist nochmal ein Punkt, den möchte ich gerne mitnehmen. Ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten mit aufgenommen. Schreiben Sie mich gerne bei LinkedIn an. Ich freue mich da auch in Austausch zu treten. Ich glaube, wir haben jetzt auch noch etwas Zeit für ein paar Fragen. Wenn es jetzt noch ein paar Fragen gegeben hat, umso besser. Weil ich sagte es zu Beginn, ich finde es immer super, wenn zwischendurch auch mal so ein paar praxisnahe Vorträge dabei sind und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Also danke schon mal dafür und dann können wir jetzt dann nochmal in die Fragerunde schauen. Genau, Anna. Ja, vielen Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast. Ich habe mir schon so gedacht, ich glaube, wir sprechen mal, du kommst vielleicht mal als Gast zu uns in den Podcast. Ich würde mich freuen, aber zu den Fragen. Und zwar, wir haben Fragen bekommen. Einmal der Philipp van der Heide fragt, habt ihr bei Adoption und Change auch Office 365 Champions eingesetzt? Also die den Nutzern direkt im Fachbereich unter die Arme gegriffen haben. Also wir versuchen das, dass wir möglichst das Know-how auf viele Schultern verteilen. Und es hat sich das war eher etwas, was sich so automatisch ergeben hat, dass wir festgestellt haben, hey, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die haben Bock, sich richtig auch tiefer in das Thema einzuarbeiten. Und auf die haben wir dann genutzt. Das hat sich fast etwas automatisch ergeben, weil die einfach ganz andere Fragen gestellt haben als vielleicht, ich sag mal, der normale Nutzer. Weil die gesagt haben, hey, ich habe hier festgestellt, meine Kolleginnen und Kollegen haben immer das Problem. Wie kann ich denen da helfen? Wir haben das in dem Sinne jetzt gar nicht so richtig forciert, sondern das war eher was sich so in der Praxis gezeigt hat, dass sich das lohnt, darauf zu setzen tatsächlich. Und es hilft ja auch, also in dem Fall mir persönlich, wenn man alleine der Ansprechpartner ist, dann hilft es immer, wenn viele sich dann da auch ein bisschen selber helfen können, ja. Okay, wie viele von den Key-Usern Champions habt ihr in etwa, weißt du das? Ja, das ist jetzt, ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wir sind in Osnabrück, unter anderem ist halt unsere Hauptverwaltung. Das heißt, wir haben einfach Standorte, die sind sehr produktionslastig. Da bin ich dann froh, wenn ich auch da jemanden finde, der da auch so ein bisschen tiefer in den Themen drin sind. Jetzt so eine konkrete Zahl könnte ich da gar nicht nennen. Also vielleicht sind es 10, 20, können auch mehr sein, es können allerdings auch weniger sein. Also es ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Wie gesagt, da wir jetzt nicht ein sehr konkretes Konzept jetzt dahinter hatten. Aber ich glaube schon, dass wir fast in jeder Abteilung einfach jemanden haben, die oder der sich da tiefer mit auskennt, ja. Okay. Welche Rolle, das hast du auch schon beantwortet, so ein bisschen zumindest, aber hier geht es nochmal expliziter, welche Rolle haben denn Schulungen gehabt bei eurer Einführung? Eine ganz entscheidende. Also eine ganz entscheidende tatsächlich. Wir haben in dieser kleinen Testgruppe, in der wir das System getestet haben, da hat sich einfach schon gezeigt, dass das läuft und das läuft anscheinend sehr gut.
Und haben dann schon sehr frühzeitig gesagt, okay, wir bieten da Schulungen an. Und dann war das am Anfang, ja, ganz klassisch. Ich habe mein Bildschirm geteilt, habe die Leute einmal so ein bisschen am Anfang was Grundlegendes erzählt zu MS Teams und dann das System gezeigt. Wir haben das sehr regelmäßig angeboten und irgendwann, wie das halt so ist, die einen sind schon weiter, die anderen steigen dann nochmal ganz neu mit ein, haben wir einfach unterschiedliche Schulungen angeboten, quasi für Anfänger und Fortgeschrittene. Das war aber wirklich ein Kernelement. Also da hatten wir teilweise am Anfang, ja, 60, 70 Leute dann dabei, manchmal auch mehr, manchmal waren es auch weniger. Und dann, ja, wie das halt so ist, unterschiedliche Wissensstände. Die einen hatten sehr konkrete Fragen zu einem Thema. Deswegen haben wir da auch unterschiedliche Formate ausprobiert. Und dazu kam halt, ja, als dann Corona kam, ich war wirklich sehr dankbar, dass wir MS Teams da schon lange im Einsatz hatten, kam ja nochmal so eine komplett neue Gruppe dazu. Einfach, die vorher gar keine Notwendigkeit hatten, mit dem System zu arbeiten. Und wie das halt so ist, manchmal bringt man sich ja dann so ein System dann auch so Learning by Doing-mäßig selber bei. Ist das natürlich hilfreich, wenn man dann auch diese konkreten Anwendungsfälle hat. Und diese Nutzergruppe kam dann nochmal komplett dazu. Das heißt, da haben wir dann nochmal bei vielen von vorne gestartet, was ja auch total in Ordnung war, weil die vorher noch gar keine Berührungspunkte hatten. Okay, sehr schön. Wenn wir kommen gleich auf eine happentechnischere Frage. Vorher würde ich gerne noch von dir wissen, die Frage kam auch von Sabine Fuchs. Wie habt ihr die Kommunikation bei der Einführung geplant? Also hattet ihr mehrere oder auch teamsunabhängige Kanäle? Auf jeden Fall, weil, also das war auch so ein Punkt, wo ich so dachte, ja gut, das hilft jetzt nicht, wenn ich in unserem, am Anfang war unser organisationsweites Team, war ja nicht die ganze Organisation drin, ist auch teilweise immer noch nicht, weil gar nicht alle mit Teams arbeiten. Trotzdem müssen ja Kolleginnen und Kollegen wissen, was da stattfindet oder wenn es Schulungen gibt. Das heißt, wir haben auf unser Intranet gesetzt, dort auch so einen Bereich Q&A eingestellt, um auch Tipps und Tricks nochmal mit an die Hand zu geben, aber auch Schulungsbedarfe dort zu kommunizieren oder halt abzufragen. Und wir haben, also man muss einfach sagen, bei uns ist E-Mail einfach auch immer noch ein sehr starkes Instrument. Das heißt, wenn man sicherstellen möchte, dass die Kolleginnen und Kollegen das lesen, setzt man doch nochmal auf eine E-Mail. Also war sehr klassisch, hat aber dazu geführt, dass doch viele da, dass wir viele dort erreichen konnten, ja. Okay, vielen Dank. Der Raphael Wilms fragt, ob es einen speziellen Grund dafür gab, dass ihr noch kein Exchange Online- oder Hybrid-Szenario habt, weil dadurch ja schon zwei, drei Teams-Funktionalitäten nochmal eine Steigerung erfahren würden. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es einen konkreten Grund gab. Also das ist, ich sag mal so, da kommen wir halt her. Und wie das einfach so ist, gibt es einfach viele Themen, die auch irgendwie IT-seitig betreut werden müssen. Und da steht das jetzt an. Also das wird jetzt, ich würde mal tippen, sogar im nächsten Monat auch umgesetzt. War aber, also wir haben diese Verbindung, ja, dass wir die Kalender synchronisiert haben und so weiter. Diese Verbindung haben wir. Aber einfach, dass wir zum Beispiel das Aufgabenmanagement mit, ja, in Kombination mit Planner, To-Do, Task und so weiter, das ist etwas, das können wir in der Form noch nicht nutzen, weil einfach da diese Verbindung noch nicht besteht oder wir auch noch nicht diese an verschiedenen Stellen diese Mailflows einrichten können. Da haben wir aber festgestellt, auch da, dass die wichtigsten Funktionalitäten funktionieren. Da können wir drauf setzen, die kann die Breite der Organisation nutzen. Und klar, es gibt hin und wieder, vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die es dann intensiver nutzen, fragen, hey, wann kommt das? Die muss ich dann halt so ein bisschen vertrösten. Aber das, ja, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Wo wir bei dem guten Weg sind. Jetzt sind viele Menschen ja mit viel Daten unterwegs in ihrem kleinen Handgepäckköfferchen, manchmal auch mit der Reisetasche. Wie geht ihr denn mit großen Datenmengen um? Da haben wir auch eine Frage dazu bekommen. Im SharePoint ja schnell oder auch on-premise, also sowohl online als auch on-premise, viel Speicher natürlich auch schnell viel Geld kosten kann. Ja, die Frage kann ich jetzt so ganz konkret gar nicht beantworten. Was wir festgestellt haben, und auch da mussten wir so ein bisschen auf die Bremse klicken bei den Kolleginnen, dass wir gesagt haben, fangt jetzt nicht an, euren ganzen File-Server dann in Teams zu schieben, weil da hat man jetzt ja plötzlich ganz viel Speicherplatz. Also das ist so ein Punkt, ich sagte es bei dem Thema DMS, wir sind da noch mittendrin, auch in der Umsetzung. Das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns auch gerade intensiv, kann ich jetzt so konkret noch gar nicht beantworten. Es ist einfach so, wir hatten das Projekt quasi schon fast vollumfänglich geplant, haben dann aber festgestellt, dass es noch zahlreiche Themenabhängigkeiten gibt, die wir berücksichtigen müssen, unter anderem
IT-Infrastrukturseitig. Deswegen haben wir das jetzt, mussten wir es etwas nach hinten schieben. Also was halt, wir sind jetzt mittendrin wieder, aber deswegen kann ich jetzt dazu gar nicht so konkret antworten. Okay. Wir haben noch eine Frage, die geht dann aber vermutlich in eine ähnliche Antwortrichtung. Nutzt ihr Metadaten innerhalb eures Dokumentenmanagementsystems? Aktuell noch nicht. Also das, auch da sind wir, es gibt einige bei uns, die einfach da auch das Dokumentenmanagement, die setzen schon voll auf OneDrive, SharePoint, Teams und so weiter. Wir haben aber auch noch viele, die sagen, das sagt mir gar nichts. Ja, also Teams, klar, aber da dann auch die Kombination oder dass es auch nicht immer notwendig ist, dann ein Team zu erstellen, da ist dann der Punkt Geduld dann nochmal gefragt und noch ein bisschen Arbeit steckt dann noch vor uns. Also da sind wir noch, bei der Fußballmetapher. Also da hat noch der ein oder andere seine besten Freunde. Ja, genau. Der Ingo Weise hat noch eine Frage. Wo bleibt denn bei Microsoft Teams die Vision, also Single Sign of Information? Er hatte das Gefühl, dass Projektmanagement mit Teams dies noch nicht ganz erfüllt. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also ich glaube schon, dass wir, ja, wie das halt so versuchen, dass wir da jetzt nicht auf ganz viele unterschiedliche Pferde setzen, sondern dass viele für sich da auch schon erkannt haben, dass das so, ja, der Single Point of Information oder wie man es dann nennt, auch sein wird. Wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und versuchen auch da durch verschiedene, ja, Themen, auch Projekte, Prozessanpassungen zu schauen, welche Erfahrungswerte sammeln wir da und glaube, dass wir da in eine ganz gute Richtung laufen. Wir sind, also ja, es ist meine Aufgabe als Projektmanagerin bei uns natürlich auch an neue Themen im Blick zu halten und dann zu gucken, wo geht denn auch der Trend und die Entwicklung hin. Auch deswegen bin ich gerne auf solchen Konferenzen. Man muss es aber, ja, wir sind da auch angewiesen darauf, dass wir in Austausch treten mit, ne, Dienstleistern, Agenturen, anderen Unternehmen, um auch zu gucken, lassen uns da auch gerne inspirieren, wie man das nutzen kann. Also sind da schon sehr, sehr offen auch für Neues. Ja, das ist, glaube, wir sind da auf einem guten Weg, dass wir da eine zukunftsorientierte Struktur aufbauen, ja. Okay, vielen Dank. Der Franz Winter hat noch geschrieben, und ich glaube, wenn ich es nicht übersehen habe, müsste das jetzt die letzte Frage sein, die aktuell im Board ist. Nutzt ihr nur native Funktionen von Teams oder habt ihr auch schon Erweiterungen, zum Beispiel Power App oder Power Automate mit? Ja, teilweise. Also wir haben einige Bereiche, wo wir das schon nutzen, wo wir es auch schon sehr erfolgreich nutzen, aber auch noch nicht in der Breite. Also das ist sowas, da machen wir in kleineren Gruppen, vor allen Dingen eher IT-intern, diese Tests und setzen damit auch schon bei einigen, wenn da Abteilungen oder Themen an uns herangetragen werden, können wir das damit schon umsetzen. Das ist aber jetzt nichts, wo wir schon sagen, so hey, da gibt es jetzt diese Möglichkeit, dass, ja, sammeln wir auch Erfahrungswerte, die wir an vielen Stellen da auch schon haben, ja. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. So, gucken wir mal. Gibt es noch weitere Fragen? Noch habt ihr die Möglichkeit, Hanna zu fragen. Sie ist bestimmt auch nachträglich noch verfügbar. Ja, genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, schreibt mich gerne bei LinkedIn an. Per Mail, wie auch immer. Also da, ich freue mich da immer auf den Austausch, auch wie andere vielleicht diese Themen handeln. Hängt ja vielleicht auch immer ein bisschen davon ab, wie man dann auch organisiert ist und dafür dann auch, ja, sich da thematisch auch aufstellt. Ja, deswegen auch gerne im Nachgang. Wenn auch noch eine Weile dann hier in dem Networking-Bereich wäre das ja auch möglich. Franz Winter hat noch eine Frage gestellt. Die Schulungen, habt ihr die alle selbst gemacht oder habt ihr mit externen oder mit Tools wie zum Beispiel der Office 365 Akademie oder mit Bots gearbeitet? Die haben wir selber gemacht. Also die haben die dann, oder beziehungsweise ich habe die teilweise mit aufgezeichnet am Anfang, damit die Kolleginnen und Kollegen die auch so natürlich konsumieren können. Wir haben da verschiedene, auch auf bestehende Materialien, Videos, da gibt es ja wirklich vollumfänglich auch von Microsoft ein großes Angebot, auch darauf verwiesen. Ja, wir haben einfach festgestellt, vielleicht ist das dann auch die Nähe, die man so zu den Kollegen hat, dass man
dass das insgesamt einfach gut angekommen ist, dass man da ja Kollegen genau da abholt an den Stellen, wo sie es auch brauchen. Also deswegen haben wir das an vielen Stellen selber gemacht, haben da auf keine externe Unterstützung zurückgegriffen. Ja. Die Claudia Schifflechner hat gerade noch was gefragt Richtung DMS und Teams. Da haben wir ja eben gerade schon drüber gesprochen. Wie habt ihr denn davor, weiter vorzugehen? Also ob du etwas empfehlen kannst, um in das Thema generell einzusteigen? Einen Erfahrungsschatz? Ja, also um in das Thema halt einzusteigen, wie gesagt, würde ich schon vorschlagen, erstmal drauf zu schauen, was man dann alles so im Einsatz hat, was auch gut funktioniert. Also bei uns wird es zum Beispiel nicht darauf hinauslaufen, dass wir jetzt alle Dokumente demnächst cloudbasiert abspeichern oder alles in die Cloud auch schieben. Also das würde überhaupt keinen Sinn machen, weil wir da, also es kam bei uns auch schon die Frage auf, ob wir jetzt unsere meterlangen Aktenschränke digitalisieren. Also das war ein klares Nicht-Ziel bei diesem Projekt. Das aber klar zu haben, um auch da die Erwartungshaltung zu managen, ist ganz wichtig, weil man stellt einfach fest, dass dieses Thema Dokumentenmanagement sehr schnell, sehr groß, also es ist ein großes Thema, aber dass da auch jeder was anderes drunter versteht. Umso wichtiger ist es, das klar abzugrenzen, was man machen möchte und was auch nicht. Und das war für uns ein sehr entscheidender Punkt. Wie gesagt, wir haben geschaut, was haben wir, wo wollen wir auch hin, was sind unsere Anforderungen, haben da mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und haben dann geschaut, welche Zielstruktur passt da zu uns. Und schauen dann jetzt, was genau halt umgesetzt werden muss. Also unter anderem haben wir, wie gesagt, Infrastrukturthemen, die wir angegangen sind bereits, Lizenzthemen, Sicherheitseinstellungen, sei es Multifaktor-Authentifizierung oder das Thema Access Management. Und dann aber auch das ganze Thema, und da glaube ich, ist beim Thema DMS eigentlich der Großteil der Arbeit, wie gestaltet sich die Transformation um die Kommunikation in die Organisation? Weil es einfach für viele, die halt sagen, wieso sollte ich denn jetzt was ändern? Wieso soll ich nicht mehr alles nur komplett abspeichern? Das ist die Hauptaufgabe. Aber wie gesagt, gerne, können da gerne nochmal detailliert im Austausch treten, um glaube, dann auch mal die Erfahrungswerte. Claudia sprudelt gerade noch. Sie fragt, wo liegen denn heute die Dokumente? Ja, also wie gesagt, die liegen an vielen Stellen. Sei es, jeder Standort hat einen eigenen File-Server, bereits so einen klassischen Laufwerk. O, W, G, also ich glaube, wir nutzen das ganze Alphabet, um da verschiedene Laufwerke abzubilden. Wir haben SharePoint und Premise im Einsatz im Bereich Projektmanagement. Viele Kollegen, einige nutzen halt auch schon die Cloud-basierte Version von SharePoint, haben an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, an unserem kanadischen Standort wird ein eigenes Dokumentenmanagementsystem eingeführt, was aber nicht standortübergreifend genutzt werden kann. Also auch da, das hat sich so ein bisschen historisch so ergeben. Ja, wie gesagt, wenn jemand hier was reinschreibt, wäre wahrscheinlich fast ein Treffer bei uns. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Okay. Super. Vielen Dank, Hanna. Ja, sehr gern. Wir haben einen kleinen Moment, ich check nochmal den Chat. Wir haben noch eine Frage. Macht sich das bei euch nicht selbstständig? Also an Anwanderung, ich nehme an, es soll Anwendungen nach Teams. Macht sich das bei euch nicht selbstständig, also Abwanderungen nach Teams? Ja, hat es ja auch. Umso wichtiger ja an verschiedenen Stellen, auch im Bereich Compliance und auch da auch auf Dienstleister zu setzen, dass wir das wieder teilweise einfangen. Also da hat sich in Anführungsstrichen der Erfolg des Systems ja uns auch ein bisschen überwältigt. Also das stimmt schon. Aber ja, hoffe, dass wir da auf einem guten Weg sind, alles wieder in da ein paar Leitplanken aufzusetzen, beziehungsweise haben wir auch schon, aber ja,